Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Birkelhuber. Danke. Herr Bundesminister, es ist zweifelsfrei wissenschaftlich bewiesen, dass bestimmte Pestizide wesentliche negative Effekte auf Bienen haben. Und daher hat die Europäische Kommission ja bestimmte Neonicotinoide verboten. Heute, am 17. Mai und am 18. Mai, findet auf Brüsseler Ebene eine Sitzung, ein ständiges Komitee statt, wo über ein langfristiges Verbot von Neonicotinoiden befunden wird. Wird sich Österreich für ein weiteres Verbot von Neonicotinoiden auf europäischer Ebene einsetzen? Herr Bundesminister. Es ist so, dass die Europäische Kommission im Jahr 2013 den Einsatz von drei Wirkstoffen, die zur Gruppe der Neonicotinoide gehören, bedeutend eingeschränkt hat, von den Teilverboten des Verkehrsbringens. Von Pflanzenschutzmitteln sind etwa die Wirkstoffe Clothianidin, Diamedoxam und Imidacloriprid betroffen. Der Einsatz für die Saatgut- und Bodenbehandlung sowie die Blattbehandlung für die Blüte bei von Bienen beflogenen Kulturpflanzen und Getreide, ausgenommen Wintergetreide, wurde EU-weit verboten. Zudem verpflichtet sich die Europäische Kommission, eine Prüfung etwaiger neuer wissenschaftlicher Informationen in die Wege zu leiten. Die weitere Vorgangsweise wird eben von dem Expertengremium auf EU-Ebene unter der Leitung und Vorsitzführung der Europäischen Kommission diskutiert. Dabei werden alle verfügbaren Informationen eingehend und unabhängig auf wissenschaftlicher Grundlage geprüft. Bei der Frage über eine Genehmigung und Nichtgenehmigung von Wirkstoffen handelt es sich aus meiner Sicht nicht um eine politische Entscheidung, sondern um ein Expertengutachten auf Basis von klar definierten Kriterien. Es sollte auch erwähnt werden, dass derzeit nur Entwürfe für Rechtsakte der Europäischen Kommission vorliegen. Daher ist es noch nicht absehbar, wann die Europäische Kommission dem Expertengremium tatsächlich einen definitiven Vorschlag bzw. mit welchem Inhalt zur Abstimmung bringen wird. Und erst dann kann definitiv auch gesagt werden, wie die fachlich-wissenschaftliche Bewertung seitens Österreichs erfolgt, wenn man eben den konkreten Vorschlag der Kommission kennt. Herr Bundesminister, bei der Zusatzfrage ist es eine Minute zur Beantwortung der Anfrage vorgesehen und deshalb läute ich, weil das jetzt weit überzogen war. 2 Minuten Beantwortung bei der Hauptfrage, 1 Minute bei der Zusatzfrage.